Hallo, schön, dass du wieder zuschaust. Ich habe gestern festgestellt, da hatte ich Sträußebindenkurs bei mir im Hause und habe ich festgestellt, ich hatte eine Linkshänderin, wie schwierig doch der Strauß die Technik mit links geht. Also zumindest für mich, ja, weil ich binde meine Sträuße immer alle auf der linken Seite, weil ich Rechtshänder bin. Und ein Rechtshänder bindet die Blumensträuße links, damit er geschickt mit der rechten Hand die Dinge dann machen kann. Er kann sich mal eine Blume holen, ein Blatt abmachen, einen Bast herholen, einen Zweig klein schneiden, diese Dinge. Und da mein Strauß binden so oder so lernen muss, das ist ja eine reine technische, ja, eine Technik, sagt man eben einfach, man startet gleich mit links. Und weil ein Strauß, du kannst es hier sehen, die Bindestelle ist schön eng zugebunden. Unterhalb der Bindestelle sind alle Stiele sauber. Das heißt, die mache ich immer schön, damit ich, wenn ich den Strauß nachher in die Vase stelle, möglichst wenig Bakterien drin habe. Ja, auch immer wieder das Wasser wechseln. Aber jetzt wollte ich dir ja erklären, warum das so schwierig ist, wenn ich einen Strauß mit der rechten Hand binde, sprich nach der Linkshändertechnik. Hier geht es so, ich habe meinen Kopf nach links, meinen Stiel nach rechts, du kannst es hier auch sehen, und dann entwickelt sich diese Spirale immer in derselben Laufrichtung. Das ist deswegen geschickt, dass alle Blumen schön eng beieinander liegen, schön gepuffert ineinander liegen, sich nicht abquetschen und hier, wo der Bast ist, meine Bindestelle sehr kurz bleibt, eng bleibt. So, jetzt mache ich das mal mit der anderen Seite und ich muss sagen, obwohl ich das schon einige Jahre immer mal wieder übe, gelingt es mir nicht. Das heißt, ich möchte dir Mut machen, Strauß binden zu lernen, weil es geht eben einfach am Anfang schwer. Ich zeige es dir erst mit meiner gewohnten Seite. Also das ist die Technik für die normalen Rechtshänder. Der Kopf geht nach links, der Stiel geht nach rechts. Und so kannst du jetzt einfach hunderte von Stielen aneinanderlegen und dir eine schöne Form machen. Und mein Handgelenk hat sich über die ganzen Jahre, wo ich Sträuße binde, schon ein bisschen ausgerichtet. Mein Arm kann schön weg. Wenn ich das jetzt eben auf der anderen Seite machen würde, in der Technik der Linkshänder, dann geht es so, ich halte eben mit meiner rechten Hand. Die Stiele neigen sich Kopf nach rechts, Stiel nach links. Und jetzt geht es schon los. Meine Verzahnung passt schwierig, weil mein Handgelenk sich nicht drehen kann. Diese Stiele macht man nicht aus Hexenwerk, sondern aus einer gewissen Technik heraus in eine bestimmte Laufrichtung. Wenn beim Rechtshänder Kopf nach links, Stiel nach rechts und beim Linkshänder Kopf nach rechts, Stiel nach links kommt, ist es deswegen, damit die Blumenstiele nicht an dem Handgelenk anstoßen, also an der Handinnenfläche. Man kann das Handgelenk so ein bisschen beiseite biegen. Und jetzt legt man eben alle Stiele in derselben Technik an. Für mich fühlt sich das komplett schief an und sperrig. Und ich merke auch, dass meine Hand gar nicht gut mitgeht, dass das sich alles schwer anfühlt. Und insofern ist das mein Mut an dich, wenn du Sträuße binden lernen möchtest, dann mach es einfach, übe. Dein Handgelenk muss sich erst in die richtige Stellung bringen. Der Arm muss lernen zu drehen und die Fingerfertigkeit muss hier ja gewährleistet sein. Und das braucht einfach ein bisschen Geduld und ein bisschen Übung. Und falls du schon mal versucht hast und nicht gleich zu Rande gehackt, also dass es nicht gleich geklappt hat, dann machst du es eben einfach nochmal. Du legst deine Blumen auf den Tisch und du startest wieder neu. Für die Linkshänder, Kopf nach rechts. Guck mal, das ist hier so eine krumme, mit der geht es ganz schwer. Stiel nach links, bis du einen schönen Blumenstrauß hast. Und die Rechtshänder binden eben in der linken Hand,
Kopf nach links, Stiel nach rechts und dann entwickelt sich eben irgendwann diese wunderbare Spiraltechnik, die jedem guten gebundenen Strauß zugrunde liegt. Also ich freue mich drauf, poste mir deine Ergebnisse und fände ich schick, wenn du dich da durchringst, dass du weitermachst mit dem Üben. Dann bis bald!